Okay, das klingt jetzt wirklich vielleicht ein bisschen verrückt, das ist hier auch nicht geskriptet. Das ist wirklich gar nicht so zig Methoden und 5000 Tools irgendwie in dem Sinne gibt. Und dann hat er gesagt, ja, ich traue mich gerade nicht zu antworten. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, auf diese Information wäre ich ja nie gekommen. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier in dem heutigen Video. Ich bin Emanuel Erhag, Beziehungscoach und Therapeut, und heute in diesem Video bin ich nicht alleine, sondern ich habe dir ein Interview vorbereitet. Ein Interview mit Katharina. Katharina hat vor einiger Zeit die Ausbildung bei mir zum traumasensiblen Beziehungscoach gemacht und ich habe sie einfach mal eingeladen, dass wir gemeinsam über ihre Reise sprechen, natürlich über das Thema Beziehung und Partnerschaften. Und dieses Video ist genau für dich das Richtige, wenn du merkst, okay, vielleicht zieht es mich auch in diese Richtung. Wenn du schon vorab mehr Infos zur Ausbildung haben möchtest, findest du natürlich alle Infos zur Ausbildung hier direkt unter diesem Video oder auf emanuelerhag.com/Ausbildung-Beziehungscoach. Und vielleicht sehen wir uns dann in der nächsten Runde in der Ausbildung. Und jetzt viel Spaß in diesem Interview. So schön, heute hier mit dir, Katharina, zu sein. Und ja, was ich bei dir eben besonders oder speziell finde, eben, dass du auch vorher schon im Bereich Beziehungscoaching gearbeitet hast, und möchte heute mal ein bisschen über deine Reise sprechen und eben auch, was dich letztendlich zu mir gebracht hat, ja, und was dich dazu gebracht hat, die Ausbildung zu machen. Weil es vielleicht einige gibt, die auch dieses Video gerade schauen, am ähnlichen Punkt sind, vielleicht schon als Coach arbeiten, vielleicht sogar schon als Beziehungs- oder Paarcoach und vielleicht auch so ein Gefühl haben, irgendwas fehlt noch. Ja, deswegen freue ich mich erstmal sehr, dass du da bist, liebe Katharina. Ich mich auch. Danke, dass ich hier sein darf. Lass uns mal ganz gemütlich reinstarten und nimm mich mal einfach mit. Ja, wie war so ein bisschen deine Situation, bevor du zu mir in die Ausbildung kamst? Mhm. Wie war da so deine berufliche, aber vielleicht auch deine persönliche Situation? Genau, das war ungefähr März, April. Letztes Jahr muss es ja gewesen sein. Und da war es so, dass ich tatsächlich seit einem Jahr nebenberuflich selbstständig war. Das hat bedeutet, dass ich 80% angestellt war und habe bei Xing gearbeitet im Bereich Nutzerforschung, wo es eben auch darum geht, Menschen zu verstehen, die Bedürfnisse, deren Motivation zu verstehen. Und habe dann aber eben irgendwann gemerkt, ich möchte gerne noch näher an die Menschen ran und nicht nur sozusagen das Wissen über Menschen für ein Unternehmen nutzen, sondern für die Menschen selbst nutzen. Ja. Und deswegen habe ich eben im Februar 2022 angefangen, dann nebenberuflich mir ein zweites Standbein aufzubauen als Coach, und hatte ja davor eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine ganz klassische, und habe dann also so langsam, aber sicher angefangen, mir was aufzubauen. Ja. Und dann eben so März, April letztes Jahr hatte ich sozusagen so meine ersten Klienten begleitet und bin da so reingekommen in dieses Thema, auch als Beziehungscoach zu arbeiten. Und dann habe ich tatsächlich ein Reel von dir gesehen. Hm. Und es klingt jetzt cheesy, aber es ist die Wahrheit. Ich habe es gesehen, hatte sofort Tränen in den Augen und dachte, puh, das berührt mich. Ja. Und da wird irgendwie was gesagt, wo ich merke, das geht noch mal so eine Ebene tiefer, als ich mir bisher gearbeitet habe und auch vielleicht sogar in meiner ganz persönlichen Weiterentwicklung bisher geschaut habe. Weil du hast da die Kindheit angesprochen und ne, dieses klassische traumaorientierte Blick. Und da habe ich gemerkt, das hat mich so gepackt, und habe ich gemerkt, dass da will ich mehr von. Sehr schön, so. Ja. Und da sind ja unsere Wege ähnlich, weil ich habe auch ganz klassisch begonnen mit einer systemischen Life-Coach-Ausbildung damals noch, ja. Und habe damit auch eben so reingestartet. Und ich muss sagen, jetzt rückblickend, für mich war diese Ausbildung eine Katastrophe. Also, dass das überhaupt eine Coaching-Ausbildung sein durfte, ja. Aber ich habe auch dann einfach begonnen, irgendwie mit Klienten zu arbeiten und irgendwie das zu machen oder was. Aber es war immer so ein, ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt wie, eigentlich kann ich das hier noch gar nicht. Mhm. Und eigentlich ist es, weiß ich gar nicht genau, was ich tue, aber ich mache irgendwie so, ja. Und es war eben dann auch mehr und mehr, dass ich auch so aus eigenem Leidensdruck gemerkt habe, so irgendwie, es bewegt sich auch in meinen Beziehungen nicht so viel. Und erst als genau dieser Ansatz kam, ne, wie du so schön beschreibst, nämlich eben dieses traumasensible, traumaorientierte und eben auch in der Bezug in die Kindheit. Mhm. Weil wenn du dich mal ein bisschen mit Beziehungen beschäftigst, wirst du da nicht vorbeikommen, dass du merkst, unsere Hauptprägung liegen in unserer Kindheit letztendlich. Ja? Und warum wir Beziehungen auf eine bestimmte Art und Weise führen. Ne? Voll, ja. Und nimm uns jetzt mal mit an den Punkt, wo für dich diese Entscheidung anstand. Machst du die Ausbildung oder machst du die Ausbildung nicht? Und da wäre ich ganz neugierig und lass uns da ganz ehrlich sein. Gab es so an diesem Punkt auch irgendein Bedenken, was du hattest? Okay, das klingt jetzt wirklich vielleicht ein bisschen verrückt. Das ist hier auch nicht skriptet. Aber nee, hatte ich tatsächlich nicht. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass ich diesen Informationstag, diesen Infoday mitgemacht habe. Und ich weiß noch, dass ich da damals einfach ganz offen rangegangen bin und mir mal angucken wollte, wie du so arbeitest. Und ich glaube, das war für mich einfach das, was mich abgeholt hat, weil ja wirklich da auch viel Zeit du dir genommen hast, uns da mit in diese Arbeit reinzunehmen, und hattest ja auch so einen Beispielprozess gezeigt,
es hat einfach so krass mit mir resoniert, dass ich tatsächlich keine Bedenken hatte. Vor allem auch, weil ich natürlich, das muss ich dazu sagen, ja selber schon als Online-Coach gearbeitet hatte zu dem Zeitpunkt, ja, und auch schon selber Erfahrung hatte mit Online-Coaching. Ja. Das heißt, selbst, dass es jetzt eine Online-Ausbildung ist, hat mich irgendwie überhaupt nicht abgeschreckt, weil ich das schon kannte. Das ist vielleicht was, was mich in anderem Zeitpunkt mehr so zum Nachdenken angeregt hätte. Ja. Und ansonsten muss ich einfach sagen, diese Chance, die Arbeit wirklich kennenzulernen, Beispiele zu sehen, hat mir genau die Fragen irgendwie beantwortet, die ich noch hatte. Und deswegen habe ich da sehr schnell entschieden. Ja, war schön, ja. Ich meine, das ist auch ein häufiges Bedenken, was viele haben, ne? Eben, dass es online stattfindet und so weiter. Und eben bei dir ist ein anderer Punkt, weil du selber schon so gearbeitet hast. Ja. Und wir persönlich, ja, unser ganzes Team, alle Coaches, Therapeuten bei unserem Team, wir arbeiten ja nur online mit Klienten. Und es wird einfach vollkommen unterschätzt, wie viel möglich ist, ja, in diesem Online-Setting. Und der große Vorteil ist, also so ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja, ich finde gerade dieses Online-Arbeiten, diese Flexibilität, also, dass die Menschen immer gemütlich von zu Hause dabei sein können, nirgendwo hinfahren müssen oder noch mit ihrer Familie zusammen Mittagessen können und so weiter. Dass nicht immer alles mit so einem riesen Aufwand verbunden ist, irgendwo anreisen und so weiter. Deswegen wir es auch so beibehalten haben, immer die ganze Ausbildung online zu belassen. Oder wie denkst du darüber? Oder wie hast du es erlebt? Genau, also ich würde auch so sagen, ich merke es auch in meiner eigenen Arbeit, es hat ja auch alles im Leben immer Vor- und Nachteile. Und ich merke schon auch, dass es diese ganzen Vorteile, die du auch gerade genannt hast, natürlich auch in meiner Arbeit. Muss aber trotzdem auch sagen, jetzt hier mal live voreinander zu sitzen, gibt dem Ganzen nochmal so einen schönen Beigeschmack. Du hast ja mittlerweile die Ausbildung gemacht. Und was ich ganz interessant finde, ist halt, was hat dich positiv dann letztendlich in der Ausbildung überrascht? Mich hat positiv überrascht, glaube ich, dass es wirklich gar nicht so zig Methoden und 5000 Tools irgendwie in dem Sinne gibt. Das hat mich wirklich positiv überrascht, weil ich einfach merke, dass es so diese Grundausrichtung gibt oder dieser Grundansatz, den wir auch lernen, mit dem ich auch wirklich an alle Themen irgendwie rangehen kann. Ja. Und der vielleicht sogar so allgemeingültig ist, dass die vielen Tools, die man sonst manchmal so lernt, eigentlich, dass ich die fast so ein bisschen hintenüber, manchmal habe ich die noch im Kopf und manchmal nutze ich auch die ein oder andere noch so als Ergänzung, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich habe in der Ausbildung diese Herangehensweise oder diesen Blick gelernt, der eigentlich alle Tools irgendwie so komplett beiseite stellt sozusagen. Ja. Und das fand ich richtig positiv, weil sonst hat man oft dieses, finde ich, 100 Methoden, die ich lernen muss. Und so habe ich das Gefühl, es geht mehr so um einen Ansatz, eine Perspektive, die ich lerne. Und das hat mich wirklich positiv überrascht. Ja. Und das ist immer auch für mich so schwer, Menschen das zu kommunizieren, wenn sie die Ausbildung noch nicht gemacht haben. Weil für uns alte Life-Coaches hier, wir kennen es halt einfach, dass du so vollgeballert wirst mit Tools. Ich weiß noch, dass ich in meiner ersten Ausbildung danach so einen ganzen Blog bekommen hatte mit hier ist die Zusammenfassung der wichtigsten Coaching-Tools und so weiter. Ja? Dass ich dann immer mit dem Klienten da davor saß und durchgeblättert habe, was mache ich heute? Ja. Und was aber halt einfach der riesige Durchbruch ist, wenn du irgendwann verstehst, es geht eben nicht um Methoden. Ja? Und die Form, wie ich das Arbeiten unterrichte oder die Begleitung, das ist eben nicht etwas Methodisches, sondern du lernst halt auf so einer viel, viel tieferen Ebene wirklich mit einem Menschen zu arbeiten. Ja? Und letztendlich könnte man, wenn man von außen schaut, einfach denken, wir stellen Fragen, wir benennen gewisse Sachen, aber da steckt ja so viel mehr Feinheit drin. Ja? Und dann ist es irgendwann, dass du eben merkst, ich arbeite nicht mehr nach einer Methode, sondern ich gehe wirklich in Kontakt und in Beziehung mit jemandem, worum es halt letztendlich gehen sollte, wenn wir als Beziehungscoaches arbeiten. Ja. Aber mich würde es mal interessieren, vielleicht kriegst du es besser hin, das irgendwie in Worte zu fassen. Wie würdest du das beschreiben, jetzt wo du das Arbeiten so hautnah kennengelernt hast und auch selber es in deiner Praxis anwendest? Mir fällt gerade wirklich ein Beispiel ein, und zwar mit einem Klienten von mir, wo ich gemerkt habe, krass, hier ist jetzt gerade dieser Unterschied. Hier merke ich gerade, wie ich jetzt da rangehe und wie ich es vielleicht vorher gemacht hätte. Und zwar habe ich ihm eine Frage gestellt und es ging darum, er sollte mir Gründe oder ich habe so nach irgendeinem Grund gefragt für, erzähl mal, warum siehst du das und das so und so. Ja. Und dann hat er gezögert und hat irgendwie zur Seite geguckt und wusste nicht so richtig, was er antworten sollte. Und früher hätte ich dann die Frage irgendwie nochmal gestellt und hätte geguckt, ob er irgendwie auf diese Frage antworten kann. Und jetzt im Rahmen dieser Ausbildung habe ich dann halt gelernt, das wahrzunehmen, was da gerade passiert, nämlich, dass er diese Frage offensichtlich gerade irgendwie gar nicht beantworten kann und dass er zögert und dass er zur Seite schaut. Und dann habe ich innegehalten und habe ihm das gespiegelt und habe gesagt, ich merke gerade irgendwie, du zögerst und guckst ein bisschen zur Seite. Und dann hat er gesagt, ja, ich traue mich gerade nicht zu antworten. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, auf diese Information wäre ich ja nie gekommen, wenn ich jetzt nochmal und nochmal gefragt hätte.
weil ich jetzt nochmal anders wahrnehme, was hier gerade zwischen uns passiert und das erstmal angucke quasi. Genau. Und dann haben wir die ganze Stunde darüber gesprochen, dass er sich nicht traut, meine Frage zu beantworten. Genau. Und das fand ich total schön, weil ich richtig in dem Moment gemerkt habe, wie wäre ich jetzt früher daran gegangen und was ist jetzt irgendwie heute möglich mit dieser etwas anderen Perspektive. Ja. Was für ein schönes Beispiel, ne? Weil was uns ja immer interessiert ist, wie agiert der Klient, ne? Wie geht er damit um? Es geht uns nicht darum, wir stellen eine Frage und darauf wollen wir irgendwie eine bestimmte Antwort, ne? Sondern was uns ja neugierig macht, ist, wie geht dieser Mensch bisher in Beziehung und was stand ihm vielleicht auch im Weg, wirklich echt authentisch sich wohlzufühlen in Beziehung. Und das, was du jetzt quasi herausgearbeitet hast mit deinem Klienten, ist ja nur ein Beispiel davon, nämlich diese Angst aufzutauchen mit, was ist eigentlich wirklich da? Dieses, ich kann diese Frage gerade nicht beantworten. Diese Angst, das zu sagen, was wirklich da ist. Und das ist ja auch ziemlich sicher ein Beziehungsthema, was dieser Mensch permanent hat, was dazu führt, dass wir uns Beziehungen nicht sicher fühlen, angestrengt fühlen und so weiter. Deswegen, sehr schön, dass du dafür so Worte gefunden hast, Katharina. Ja. Voll, ja. Und das hat mich auch wirklich berührt, weil er mir das auch noch später nochmal gefeedbackt hat, in 2, 3 Sitzungen später, dass er gesagt hat, dass das für ihn so viel bedeutet hat, dass ich da nicht drüber gegangen bin. Ja. Sondern im Übrigen deswegen ist er in meinem im Coaching, weil er sich nicht traut, seiner Freundin eigentlich was zu sagen, was er sich wünscht. Und wie spannend, dass ich dann genau das mit ihm auch anschauen kann, weil ich da jetzt so sensibel für geworden bin, für so Kleinigkeiten quasi und nicht ihn irgendwie dazu gedrängt habe, mir jetzt diese Frage zu beantworten. Das fand ich wirklich richtig schön. Genau, genau. Ich würde gerne an dem Punkt eigentlich mit einer ziemlich einfachen Frage zum Abschluss kommen, nämlich, wenn du entweder an die Katharina von damals denkst oder vielleicht hier auch gerade jemand zuschaut, der darüber nachdenkt, die Ausbildung zu machen. Warum würdest du dieser Person empfehlen, diese Ausbildung zum Beziehungscoach zu machen? Ich denke mir jedes Mal, wenn ich so ansetzen will, zu antworten, dass die Leute denken müssen, du hast mir irgendwie gesagt, was ich sagen soll. Weil es wirklich so ist, ich finde, es ist die Ausbildung, die ich empfehlen würde, wenn es ums Thema Beziehungscoaching geht, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es in dieser Ausbildung eben darum geht, dieses in Beziehung gehen, wie du es auch schon gerade gesagt hast, mit Menschen auch im Coaching quasi zu erleben. Also, dass ich ja quasi schon in dem Moment, wo ich mit Menschen in Kontakt trete, tauchen schon Beziehungsthemen auf. Das heißt, und darum geht es ja auch in der Ausbildung irgendwie, dass wir den Kontakt miteinander auch im Coaching schon, dass wir da auch so viel lesen können. Und ich finde, in anderen Ausbildungen geht es immer viel mehr so darum, finde raus, was deine Top 3 Bedingungen sind für eine gute Partnerschaft und das alles so sehr strukturiert und analytisch anzugehen. Und in dieser Ausbildung habe ich eben das Gefühl, es geht viel mehr um den Kontakt mit dem Menschen im Coaching und eigentlich den Kontakt, den man mit dem Coach hat, auch als Chance zu sehen, was zu lernen, was man dann wieder in der Partnerschaft irgendwie einsetzen kann. Ja. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, es ist für mich, macht es irgendwie nur so Sinn, nachdem ich jetzt diese Ausbildung gemacht habe. Ja. Und auch wenn wir jetzt schon am Ende sind, ich mag dazu noch ein bisschen fachlich kurz was ergänzen, was wichtig ist, da eben zu verstehen. Weil welche Perspektive wir haben, ist halt, dass Menschen permanent in Beziehung gehen. Und ob die jetzt eine Beziehung führen mit einem Partner oder einer Partnerin, oder uns als Klient begegnen, ja. Wir begegnen immer diesen Menschen in Beziehungsthemen, in seinen Beziehungsthemen und in seiner Art, in Beziehung zu gehen. Und das Spannende ist, und das lernt man dann auch im Rahmen der Ausbildung, dass wir als Coach häufig uns genauso fühlen wie deren Beziehungspartner. Mhm. Und das ist ja genau das Spannende, ja, dass wir genau merken, wie fühlt sich eigentlich sonst ein Beziehungspartner mit dieser Person. Aber wir eben möglichst eben unsere Themen geklärt haben, nicht irgendwie neurotisch irgendwie dann gegen den Klienten ankämpfen, weglaufen, vermeiden und so weiter, sondern mehr ein gesundes Bindungsverhalten zeigen. Und dann auf einmal wirklich in Beziehung gehen können mit dem anderen. Und das, genau diese zwischenmenschliche Beziehung, die bewirkt Heilung, Veränderung. Und das ist einfach, wenn man es so sagt, das klingt so irgendwie so einfach oder so simpel, aber darin steckt so viel Tiefe und einfach ja, so viel Potenzial. Ja, genau. Gut, ja. Dann ein großes Dankeschön an dich, Katharina. Zum Ende mag ich dich noch mal einladen. Gibt es noch etwas, was du noch teilen magst, was du noch mitgeben magst an irgendjemand, der gerade dieses Video schaut oder auch vielleicht eben über die Ausbildung noch nachdenkt? Gibt es da etwas, was du noch sagen magst? Ich würde sagen, dass diese Ausbildung wirklich für die Menschen auch besonders passend ist, die auch wirklich sich mit sich selber auch noch mal in der Tiefe auseinandersetzen wollen und das dann eben auch in ihren Coachings mit ihren Klienten so weiterführen wollen. Weil ich finde einfach man sagt ja so schön, wenn man etwas lernt und es dann auch nochmal erklären muss, versteht man es selber erst so richtig gut. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir lernen, wie wir unsere Klienten begleiten, lernen wir aber auch nochmal so viel über uns selbst. Ja. Und deswegen finde ich, dass es sowohl etwas ist, was mir als wirklich als Person ganz viel gibt und ganz viel
ja, wo ich ganz viel über mich selber lerne und dann das auch noch mit meinen Klienten, dann an meine Klienten weiterzugeben, finde ich, ist irgendwie so das Schöne, dass es so wirklich richtig tief im eigenen Leben nochmal geht, aber eben auch mit der, in der Arbeit mit den Klienten. Deswegen würde ich sagen, wenn man Bock hat auf Tiefe, dann ist das genau das Richtige. So schön. Mic drop. Perfekt. Super. Nice. Schön. Sehr gerne. Die Klasse gemacht. Wenn du jetzt merkst, okay, das, was Katharina erzählt, das resoniert mit mir, ja, dass du merkst, okay, ja, vielleicht zieht es dich auch genau dahin und du merkst, ich möchte auch diese Ausbildung zum Beziehungscoach machen, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein zur nächsten Runde in die Ausbildung. Du findest alle Infos zur Ausbildung hier direkt unter diesem Video oder einfach www.marioerck.com/Ausbildung-Beziehungscoach. Und dann freue ich mich drauf, vielleicht bald auch dich auszubilden in dem wohl wunderschönsten Beruf, den es gibt.